Die Euregio in Aachen ist fast in jedem Jahr gleich. In circa 20 Riesenzelten preisen die Händler ihre Waren an und versuchen dieselben an den Kunden zu bringen. Mein Ziel war heute die Autoschau und alternative Antriebskonzepte. Ich hatte von dieser Rampe gehört und wollte sehen, wie die zwei Wagen eines japanischen Herstellers die Berg- und Talfahrt bewältigen. Ich frage, ob ich eine Runde mitfahren darf. Ja, steigt auf jeden Fall ein. Freut mich. Ja, wir sitzen hier in einem Landcruiser. Der hat einen drehmomentstarken Dieselmotor, der tatsächlich die Kraft aus dem Drehzahlkeller holt. Ist halt ein klassischer Dieselmotor, aufgewertet durch eine kraftstoffoptimierte und schadstoffemissionierte Gemischaufbereitung mit Hochdruckeinspritzung, und die bietet halt die Möglichkeit, aus dem Drehzahlkeller schon sehr viel Drehmoment rauszuholen. Wir haben hier einen Motor mit 177 PS und mehr als 400 Newtonmeter Drehmoment. Sie filmen jetzt gerade eine Simulation einer ausgefahrenen Waldstrecke mit tiefen ausgefahrenen Mulden und wechselseitig angebrachten Erhöhungen. Hierbei wird das komplette Fahrwerk gefordert. Hier müssen die Federn extrem ein- und ausfedern, um den Fahrbahnkontakt nicht zu verlieren. Wir haben die Erhöhung natürlich so hoch angebracht, dass dennoch teilweise bis zu zwei Räder in der Luft hängen. Aber das Fahrzeug dennoch die Traktion, also den Vortrieb, nicht verliert. Ja, richtig. Also die nächste Simulation ist eine Wippenüberfahrt. Hier kommt es halt auch darauf an, dich möglichst punktgenau und ganz vorsichtig dem Kipppunkt zu nähern. Und auch hier unterstützt uns wieder die wirkungsvolle Geländeuntersetzung, der Schneckengang, der es uns ermöglicht, kupplungs- oder getriebeschonend an den Kipppunkt heranfahren. Nachdem wir dann umgeschlagen sind, erkläre ich Ihnen noch mal kurz, weshalb das so ein sanfter Sturz aus 1 Meter Höhe immerhin ist. Weil jedermann erwartet jetzt, dass es hart aufschlägt, dem ist aber nicht so. So, das war der Plumps aus mehr als 1 Meter Höhe. Und wie Sie selbst feststellen durften, wurden wir recht sanft aufgefallen. Wir fahren jetzt die Rampe mit niederen 1600 Umdrehungen pro Minute rauf, was einen drehmomentstarken Motor verlangt. So, Ihnen ist es mit Sicherheit nicht entgangen, dass das im Prinzip eins der leichtesten Übungen war für das Fahrzeug. Das hat er ganz souverän gemacht. Da gab es kein durchdrehendes Rad, kein Aufschaukeln, kein Wackeln. Auch die Motordrehzahl, die war halt in dem angesagten Bereich. Und das zeigt, dass dieses Fahrzeug für solche enormen Ansprüche gebaut worden ist. Und dies auch, wenn es das jahrelang machen muss. Selbstverständlich ist auch uns klar, dass keiner seine Garageneinfahrt so steil baut, wie wir jetzt diese Brückenüberfahrt gewählt haben. Aber wir wollen natürlich schon über diese Extremleistungen zeigen, dass auch bei privater Nutzung ein Schaden an dem Fahrzeug, insbesondere dann, wenn es einfach gewerblich genutzt wird, wenn es im Hängerbetrieb genutzt wird, folgenlos überlebt.